Hallo und willkommen zurück bei Train Station Renovation. Wie der Name schon sagt, wir machen wieder einen Bahnhof schick und wir gucken uns gleich mal an, was unser Projekt für heute ist. Dieser schöne Kringel verrät es uns, wenn wir auf Infos gucken. Küstenstation. Der Nachbar des Bahnhofsbetreibers ist eifersüchtig darauf, dass er für die Pflege des Bahnhofs gewählt wurde. Also hoffentlich der Bahnhofsbetreiber. Er hat den Bahnhof verwüstet, also der Nachbar hoffe ich. Er verschüttete Müll, zerschlug die Fenster und zerstörte die Rohre, was zur Überflutung des Kellers führte. An den Wänden erschienen dumme Graffiti von alleine. It's magic. Der Betreiber hat uns um Hilfe gebeten. Ja, da wollen wir doch mal gucken, was wir gegen erschienene Graffitis und den weiteren Kram machen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir da auch heute was hinkriegen. Boah, dieser weiße Bildschirm immer. Boah, da brennt in den Augen. Ach, guck mal. Wunder, wunderschön. Was rollt denn da runter? Was rollt da? Was rollt da? Was rollt da? Was rollt da? Ach, nur ein Fass. Ich dachte, das wäre eins von diesen Sträuchern, wie man sie in den amerikanischen Filmen immer sieht, wenn die über die Steppe rollen. Diese Büsche, diese vertrockneten. Ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken uns erstmal an. Ach, herrlich. Das Ganze übrigens mit maritimer Anmutung, wie wir sehen. Ja, Anker, Anker, Anker. Aber auch maritime Graffitis. Also warum wir die jetzt wegmachen sollen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde die jetzt gar nicht mal so hässlich. Man sollte dem Nachbarn doch eigentlich dankbar sein. So, hier kommt die Pumpe hin. Das ist so ein ganz kleiner Hinweis vom Spiel. Warte mal, wo ist denn das Wasser? Hier ist wahrscheinlich der... Ups. Hier ist wahrscheinlich der Keller. Jo. Hier können wir auch nicht rein. Hier ist überflutet. Also erstmal Wasser weg. Dazu gehen wir zum Auto. Und nehmen die Pumpe mit. Völlig überraschend. Jetzt kommen wir gleich zu einem meiner Lieblingspunkte. So. Die Pumpe ist platziert. Was machen wir mit einer Pumpe? Richtig, einschalten, so wie es da steht. Schließe zuerst Rohre an. Kann uns das nicht direkt angezeigt werden? Klar, es steht hier oben links unter unserer Fortschrittsanzeige. Schließe die Rohre an die Pumpe an. Aber wenn da steht einschalten, dann schalte ich doch ein, aber ist egal. Da wollen wir jetzt nicht groß rumdiskutieren. Hallöchen, Hallöchen. Also wie gesagt, ich finde, das sollte bleiben. Egal. So. Ziel für heute übrigens auch wieder 100%. Es wird ein nicht unbedingt längeres Video, weil ich mache es ja schick für euch. So, guck mal, das geht jetzt aber direkt von alleine in den Keller. Da brauchen wir jetzt nicht aktiv zu werden. So, das nächste Rohr. Ups. So, angeschlossen. Das legt sich selber nach draußen. It's a kind of magic. Jetzt schalten wir das Ganze an und gucken erstmal, was passiert. Hier unten gluckert es fröhlich vor sich hin. Das Wasser sinkt auch. Und auf der Gegenseite tatsächlich fließt es in den Ausguss. Wunder, wunderschön. Auf dem Weg können wir gleich noch ein bisschen was mitnehmen. Nee, das kommt später in den Container. So, hier können wir schon mal ein bisschen aufräumen in der Zeit, bis das fertig ist. Natürlich klar, dass die Bänke, die hier umgefallen sind und eigentlich noch gut sind, zumindest die, die ich gerade da so gesehen habe, sahen mir noch ziemlich gut aus, dass man die auch direkt zerstört. Ist total logisch. So, auch hier die Tür. Guck mal, fertig, fertig. Aber habt ihr das gerade gesehen? Ja, ich ahne Schlimmes fürs Bad. Guck mal, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Und hier die Toiletten werden wahrscheinlich nicht... Oh, wunder, wunderschön. Kommen die Moments erstmal weg, bevor wir jetzt hier alles Weitere machen. Boah, fürchterlich, komm, du auch. Darf ich Spiegel kaputt machen? Ja, 7 Jahre Pech ab jetzt. Tschakka, es läuft. So, warte, machen wir eben noch hier das Fensterchen. So, guck mal, ein Hieb. Mit dem Brecheisen und das Fenster ist wieder schön. Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Es sei denn, Mama und Papa haben es euch ausdrücklich nicht erlaubt.
So. Pumpe ist fertig. Die müssen wir jetzt wieder abbauen. Zack. Die könnten wir jetzt natürlich hier einfach irgendwo im Raum stehen lassen, aber da wir ja ordentlich sind, nicht so wie beim letzten Mal mit der Zange, da wir ja ordentlich sind, packen wir die wieder aufs Auto. Fertig. Und jetzt guck. Im Grunde, wir sind hier schon soweit fertig. 25% sind durch. Und ich finde, das finde ich wirklich schade. Wenn man die Aufgaben erledigt hat, dann sollte man doch eigentlich schon mal den ersten Stern eigentlich weghaben. Dafür macht man das doch hier eigentlich, weil sonst könnte man auch hier einfach vor sich hin renovieren. Über kurz oder lang kommt man dann auch auf eine gewisse Anzahl an Sternen. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt alle auf einmal dann kriegt. Aber so generell, ich fände es eigentlich schöner, wenn man die dann als Belohnung, zumindest für die erste absolvierte Aufgabe, kriegt. So. Den schmeißen wir schon mal hier hoch. Ja, und warte mal, ich wollte mal einmal kurz gucken, ob ich euch hier noch was zeigen kann. Ja, natürlich nicht. Ich wollte mal einmal gucken, ob wir hier die Schienen restaurieren können. Aber hier sind natürlich... Oder warte, ach, guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Da war da was. Da war da was. Ich dachte. So. Hier können wir jetzt beigehen. Natürlich mit dem Brecheisen auch wieder. Und zack, ein Hieb mit dem Brecheisen. Und schon sind die Bohlen sind das, ne? Oder? Die Viecher heißen doch Bohlen, ne? Sind die ruckzuck ausgetauscht. Da braucht man sich erst gar keine große Mühe zu geben. Ich weiß nicht, wie das im richtigen Leben gemacht wird, aber gefühlt... Was? Demontieren. Was demontiere ich hier? Da könnte man eventuell noch dran arbeiten. Also, da wo die Lücke ist, wird demontiert. Natürlich, gefühlt hätte ich gesagt, hier wird was montiert. Aber wer bin ich schon, dass mir das zusteht, das zu beurteilen. Übrigens, wenn ihr zu weit geht... Zack, seid ihr wieder am Bahnhof. Und tatsächlich, da gibt es für noch eine Errungenschaft für. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert so richtig. Okay. So, also, ich mache noch ein bisschen alles schick. Wir sehen uns dann gleich wieder. Sollte mir unterwegs irgendwas noch auffallen, was ich euch unbedingt sagen möchte, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, das ist wieder einer meiner Lieblingsmomente. Die Gamephysik spielt mal wieder ein bisschen verrückt. So möchte ich gar nicht so sagen. Aber was immer sehr schön ist, wenn sich ein Teil so richtig schön verkantet hat, wie zum Beispiel hier im Container, dann kriegst du das nicht wieder weg. Auch wenn jetzt hier noch so viel Platz im Container ist, weil das ist eigentlich das einzige Teil hier drin. Du kriegst es ums Verrecken nicht weg. Und wenn man jetzt noch mehr Sachen hat, kann man Glück haben, dass die passen. Aber... Nö. Also löschen, das andere reinfallen lassen. Naja, nur eine Kleinigkeit. Ich mach weiter. Was manchmal auch sehr praktisch wäre, wäre ja, wenn man die Sachen hier zum Beispiel durchs Fenster werfen könnte. So wie im wirklichen Leben quasi. Oder eben, dass es, ich sag mal, so ein Upgrade gibt. Von mir aus auch für Sterne. Ja, wo habe ich denn den Container? Ach mein Gott, ich bin noch zu doof. Okay, dass man eben mehr tragen kann als zum Beispiel einen Sack. Weil im wirklichen Leben kann man ja eigentlich auch in jeweils eine Hand ein so ein Säckchen nehmen. Und dadurch dementsprechend ein bisschen den Transport verkürzen. Wie gesagt, im Normalfall klappt das ja auch. Wenn die jetzt nicht gerade so eklatant schwer sind, aber das unterstelle ich jetzt mal hier nicht. Aber ich glaube nicht, dass man da zwei Hände für braucht. Kleiner Vorschlag an die Entwickler. So, wir haben also jetzt übrigens zwischenzeitlich 50% erreicht, dadurch schon mal den nächsten Bahnhof freigeschaltet und tatsächlich eine kleine Erweiterung für unsere Modelleisenbahn. Und, ach, 3000 Dollar gibt es gleich erst als nächstes. Wir renovieren hier weiter die Fenster mit der Brechstange, wie es sich gehört. Oh, ist noch so ein Splitterchen. Ach, da unten. So, ich guck mal. Also,
Schöner kann man das ja gar nicht mehr machen. Wie gesagt, ich finde es natürlich etwas interessant umgesetzt, sagen wir es mal so rum, dass man die Fenster mit einer Brechstange repariert. Man hätte es ja vielleicht, oder vielleicht kommt es ja auch noch in einer zukünftigen Erweiterung oder in einem Update, wie auch immer, dass man eben die Fenster vielleicht mit der Brechstange raushaut, aber dann eben zumindest, wenn man sie einsetzt, eine andere Animation kommt als ausgerechnet die Brechstange. So, ich gehe Graffitis putzen. Hier oben müssen wir jetzt also erstmal fertig sein. Jetzt werfen wir erstmal noch schnell einen Blick in den Keller. Wie sehr die Überflutung dem Keller mitgespielt hat. Was immer das auch ist, wir demontieren es. Jetzt mal ernsthaft, was ist das? Vor allem, weil es hier unten im Keller ist. Ist da Decke runtergekommen? Nö, eigentlich nicht. Okay. So, jetzt reparieren wir noch fachmännisch die Tür. Mit einem Schlag mit dem Brecheisen. Oh ja, hier ist ein bisschen was zu demontieren. Demontieren. Da müssen wir auch streichen. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Wow, 3000 Dollar. Na, guck mal einer, schau. So, hier haben wir jetzt schön einen Galschlag gemacht. Und es... 4000 als nächstes. Es gibt jetzt hier was zu streichen. Ach, da ist die Farbrolle. So, und das ist... Ja, natürlich auch klar. Wir machen hier einen Bahnhof. Das soll nicht besonders schick sein. Aber wer es jetzt noch von Hausflipper ebenso gewohnt ist, es muss sich ein bisschen damit vergleichen lassen, weil es ja von der Grundidee her identisch ist. Wer es da gewohnt ist, in Bahnen zu streichen, beziehungsweise dass man mehrere Bahnen auf einmal streichen kann, dass man sich die Farbe aussuchen kann und so weiter, das ist hier leider nicht gegeben. Aber nun gut, man muss es unter der Prämisse sehen. Wir machen hier einen Bahnhof. Der soll ja nicht schön sein, sondern nur funktionell. Und dementsprechend werden wir den auch gleich natürlich wieder einrichten. Schön und funktionell, damit die Leute, die hier arbeiten, die hier mit dem Zug fahren, auch wirklich das Zugerlebnis haben, das ihnen zusteht und das sie verdient haben und das sie erwarten. Aber erst bringen wir nochmal schnell den Abfall weg, dann geht es gleich weiter. So, der Abfall ist erstmal so weit weg. Und wenn wir jetzt einmal ganz kurz gucken, wir sind schon eine halbe Stunde hier in diesem Level zugange und den Großteil der Zeit eigentlich mit Aufräumen beschäftigt gewesen. Also wer sich damit gar nicht anfreunden kann, der ist hier bei diesem Spiel verkehrt. Und guck mal, da liegt doch tatsächlich noch ein Abfallsack. Wo kommt der denn her? Ich habe doch gerade alles weggebracht. Meine Güte. Okay. Dann machen wir den jetzt auch noch. So, und jetzt ist aber mal Ruhe hier. Und wir fangen auch der Einfachheit halber unten im Keller an und arbeiten uns dann hoch. So, hier ist jetzt hoffentlich... Nein, hier ist keiner mehr. So, Bänke und Stühle braucht man im Keller immer unbedingt. Bänke und Stühle, das ist vernünftig. Bänke und Stühle zweimal und Müllcontainer brauchen wir auch zweimal. Ja, man, im Keller will man es doch gemütlich haben. Da nimmt man natürlich die große Kirschbank und natürlich die formschönen kleinen schwarzen Mülleimer. Sechsmal Möbel. Möbel, Möbel, Möbel. Wo nimmt man denn hier Möbel? Da, Möbel. Was nimmt man denn im Keller? Nein. Ja, wir hatten doch auch schon die Kirschbänke. Da nehmen wir natürlich auch kleine Kirschtische. So. Viermal Dekorationen. Dumm, dumm, dumm. Ja, irgendwas Blumiges natürlich. Die Palme hatten wir schon. Ah, nehmen wir mal. So, und elektronische Ausrüstung. Sechsmal. Ja, im Keller. Was braucht man da? Natürlich eine Kaffeemaschine. Auch sechsmal. So, jetzt wollen wir das Ganze mal formschön drapieren. Die Bänke passen natürlich am besten hier in die Ecke. Und das ist jetzt wieder das mit dem Positionieren hier. Das ist immer etwas grenzwertig. So, eine Bank. Ja doch, da kann man sich dabei schön angucken. Und mal gucken hier. Jetzt geht doch.
Ach, Spiel. Also das Positionieren ist echt etwas grenzwertig. Es hat doch gerade geklappt. Gerade war es doch einmal kurz grün. Bevor ich es gedreht habe, natürlich, klar. War es jetzt grün? Ja, jetzt ist grün. So. Ja, nicht ganz gegenüber, aber okay, das lassen wir jetzt mal so gelten. Und ja, wenn man so hier sitzt, ich denke mal, am sinnvollsten ist es, wenn man dann natürlich eine Menge Kaffee trinkt. So, für jede Seite einen. Scheiß was auf die Stromanschlüsse und. Ja, warte mal. Na komm, falls hier einer um die Ecke kommt und spontan Durst auf einen Kaffee hat, dann kann er sich hier auch noch einen nehmen. So, guck mal. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch die Möbel. Da haben wir uns für die Tische entschieden. Man muss natürlich, wenn man hier Kaffee trinkt, muss man ja auch irgendwo seine Tassen abstellen können. So, also einmal, zweimal und dreimal der Tisch. Und weil wir ja auch mal etwas auf die lange Bank schieben wollen, hauen wir hier auch noch mal einen Tisch daneben, damit dann diejenigen, die da in die Ecke wollen, es viel einfacher haben, indem sie hier über den Tisch klettern. Dann kommt man doch viel besser in die Ecke rein. Und natürlich noch einen hier in die Ecke. Sehr, sehr schön. Da können Sie natürlich die Kaffeemaschinen drauf platzieren. Aber dann ist doch der Weg für diejenigen, die hier reinkommen und direkt einen Kaffee wollen, viel zu lang, als wenn die erst noch da in die Ecke rennen müssen. So, dann haben wir die Müllcontainer. Ja, die kommen natürlich direkt neben die Kaffeemaschine. Genau, da kommen dann nämlich immer gleich die Kaffeefilter rein. Man muss ja auch praktisch denken. Obwohl, das gefällt mir da noch nicht so ganz. So, und dann noch viermal die Deko. Das waren ja auch die kleinen Pflänzchen. Aber gar nicht mal so klein, ne? Uiuiuiui. Eine richtige Wemse, habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ja gut, Blumen verschönern ja nun mal jedes Büro. Und deswegen ist es wichtig, wenn man reinkommt, dass man sofort in dieses Blumenparadies reinblickt. Das gucken wir jetzt noch einmal kurz von draußen. Na komm, ich sag nicht, wir kommen durch die Blumis nicht raus. Das wäre natürlich doof. Schade. Kann ich die jetzt anheben? Moment. Einmal kurz hier rüber. So. Und wenn man, wie gesagt, wenn man jetzt hier reinkommt, zum einen, man guckt direkt auf das Blumenparadies. Und zum anderen, man hat auch gleich immer noch ein wenig Fitness, indem man diesen Pflanzkübel immer gleich wegheben muss. Zum Beispiel dahin. Also, ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Hier stehen die Kaffeemaschinen, da die Abfalleimer. Perfekt. Hier oben, was brauchen wir hier? Ach du meine Güte, hier ist ja mal so richtig was zu tun. Achtmal Bänke und schon Fahrkartendekoration und Uhren. Da machen wir, glaube ich, gleich. Ne? War hier draußen am Bahnsteig Andi noch was oder ist der so schick, so wie. Na, natürlich. Wir gehen natürlich komplett falsch rum. Mal sehen, am Bahnsteig. Ach, am Bahnsteig wartet auch noch Arbeit. Okay, die hat dann aber mal ran hier. Die Zeit läuft und wir wollen uns ja auch hier ein ganz klein wenig beeilen, weil der Kosten-Nutzen-Faktor, je länger wir hier rumtrödeln, umso weniger verdienen wir pro Stunde. Elemente des Badezimmers. 12. Okay. Zwei Waschbecken. Ah, es ist ja schon sehr schön, dass hier wirklich keinerlei Vorgabe ist. Heißt also, das hier ist ja offiziell. Warte. Nö. Es ist offiziell noch nicht mal die Toilette. Es steht nichts dran. Es ist einfach nur das Badezimmer. Und auch hier, guck mal, man kann schön da durchlinsen. Ja, da, guck. Also sollte man da kein Urinal hinhängen für Leute, die eine schüchterne Blase haben, damit da keiner durchgucken kann. Und auch hier, was ist hier denn los? Wer hat denn hier gefliest? Wer hat denn hier gefliest? Ist ja fürchterlich. Okay, also Elemente des Badezimmers. Was ist denn wichtig im Bad? Achso, Waschbecken braucht man, glaube ich, zwei. Ein kleines stehendes Waschbecken nehmen wir doch mal. So, Waschbecken für zwei ist richtig. Jawohl. Machen wir hier mal die Tür zu. Und wenn man reinkommt, man will sich ja auch schnell die Hände waschen. Ganz wichtig, Waschbecken direkt unter dem Lichtschalter.
Damit man es nicht so weit hat. So, die Tür. Geht die wirklich nach außen auf? War das gerade auch schon so? Ah, je nachdem, wie man drückt, sie geht auch nach innen auf. Ist also eine Schwingtür. Gut, Waschbecken stehen uns schon mal nicht im Weg. Möbel. Gut, wenn man sich die Hände wäscht, dann möchte man es natürlich auch letzten Endes gemütlich haben. Warte, was kommt denn bei Möbel? Das ist doch Tische. Springt das dann automatisch nach unten, wenn ich jetzt hier irgendwann bei... Nee. Ist das... Was ist denn jetzt hier Möbel? Ich dachte, da bräuchten wir noch was anderes. Ja, okay. Ja, dann. Möbel. Dann machen wir es nicht gemütlich, dann machen wir es funktionell. Wir hauen jetzt hier Regale rein, damit all diejenigen, die hier reinkommen, auch gleich ihre Sachen da drauf ablegen können und nicht darauf angewiesen sind, dass der Partner, die Partnerin oder mittlerweile sagt man ja auch diverse, nein, damit also auf jeden Fall irgendjemand die Sachen hält. So, da müssen wir jetzt auch ordentlich Stauraum schaffen. Im Zweifelsfall kann man auch hier mal das Kleinkind drapieren. Deswegen ist es auch ein bisschen länger, damit das hier nicht runterrollt. Ah, guck mal. Oh, wir kriegen einen schicken neuen Anhänger für unsere Modellbahn. Müllcontainer brauchen wir auch viermal. Müllcontainer. Naja, Beton hier im Badezimmer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, dann nehmen wir mal diese Form schön. Kleinen vier Stück. Die gehören natürlich ganz vernünftigerweise. Weil hier ist ja das Waschbecken. Wo gehören da die Müllcontainer hin? Natürlich hier in die Ecke. Damit die Leute auch ein wenig Bewegung haben. Fitness ist wichtig. Auch auf dem Bahnhof. So, das ist eigentlich die am weitest entfernte Ecke vom Waschbecken. Und dann brauchen wir noch 12 Elemente des Badezimmers. Hier ist Waschbecken. Was war denn Elemente des Badezimmers nochmal? Ach da, viel zu einfach. So, WC, ja, wäre natürlich das Sinnvollste. Ja, also brauchen wir... Wir brauchen das Urinal, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann, ach komm, wir hauen es mal richtig raus. 5-mal WC-Becken. Und ich weiß, es ist eigentlich schon zu viel, aber wir nehmen auch noch 5-mal den Papierspender mit. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, wie viele Urinale hatten wir denn jetzt? 3 haben wir gekauft, genau. Ja, guck mal, da machen wir doch gleich hier für jede Größe einen. Und natürlich praktischerweise auch direkt neben dem Waschbecken. Händewaschen ist auch so sofort gewährleistet. Und vor allem, wenn hier voll ist, kann man auch hier noch ausweichen. Sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier noch 5-mal das WC. Braucht das eigentlich spezielle Anschlüsse? Weil wer sich an Hausflipper erinnert, der weiß ja, dass WC immer einen Anschluss braucht. Ne, das WC braucht nur Boden- und Wandkontakt. Ja, manchen geht das denn wohl auch so rum, dass man dabei noch ein bisschen aus dem Fenster gucken. aus dem Fenster gucken und kann. Ne, leider nicht. Schade, 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 schade. Gut, also hier sind die Papierbehälter. Dann wäre es doch am sinnvollsten, dass alle Leute, die zu den Abfalleimern wollen, auch direkt an denen vorbei müssen, die sich gerade hier für eine Sitzung versammelt haben. Kommunikation ist hier übrigens gar kein Thema. So sehr wie die hier aufeinander hocken, da kommt man zwangsläufig in Kontakt. Man hat auch gleich einen warmen Hintern, weil man ja mit dem Nachbarn direkt kuschelt. Und jetzt haben wir ja auch, ihr habt ja gesehen, warum. Hier geht das nicht, ne? Schade. So, dann packen wir die Papier.
Spender auch direkt über das jeweilige Klo. Toilettenpapier wird überbewertet, ganz eindeutig. So, Badezimmer ist damit auch fertig. Ja, funktionell. Wie immer, hier sind die Papierkörbe. Wer fertig ist am Töpfchen, kann sich mit dem Papierhandtüchern den Hintern abputzen. Geht hierhin zum Händewaschen, trifft dabei noch den Kollegen, der sich da ganz gemütlich eine Stange Wasser in die Ecke stellt. Und dann geht es wieder zurück, um das Papier wegzuschmeißen. Auf dem Rückweg nehmen wir da wieder das Kind mit, das wir hier in die Regale gelegt haben. Perfekt. So, mal eben gucken. Keller war fertig, ne? Oder haben wir da noch was vergessen? Noch einmal kurz gucken. Nein, Keller ist so gut, wie er ist. Schnell zumachen, damit da keine Fliegen vom Klo reinkommen. Hier auch wieder zumachen. Auf der Toilette sind wir auch fertig. Wir brauchen einen Fahrkarten. Wieso denn nur einen Fahrkartenautomaten in der großen Halle? Okay, 8-mal Bänke und Stühle. Ja, wenn wir nur einen Fahrkartenautomaten haben, dann haben wir auch nicht so viele Bänke und Stühle, beziehungsweise Leute, die wir brauchen. So, ein Fahrkartenautomaten, den packen wir natürlich am sinnvollsten in die Nähe hier der Abfahrtafel, die auch hier wunderbar in HD aufgelöst ist. So, den Fahrkartenautomaten. So, guck, der ist ja wirklich in direkter Nähe. Da sieht man doch gleich alles auf einen Handgriff. Kann sich hier informieren, da das Ticket lösen. Und während die anderen Leute darauf warten, dass derjenige fertig wird, können sie natürlich hier wunderbar Platz nehmen. Das alles, wie gesagt, direkt in der Nähe des Automaten, damit derjenige, auch derjenige, der sich jetzt hier ein Ticket kaufen möchte, kann sich hier bequem hinsetzen. Und da, na, er müsste eigentlich davor knien, quasi auf dem Stuhl knien. Ja, noch besser kann er hier die Arme drauf abstützen, auf der anders gedachten Rückenlehne. Aber da kann man wunderbar die Arme drauf machen. Zwei Lebensmittelautomaten. Ja, haben wir ja kaum noch Platz hier. Wo packen wir die denn hin? Lebensmittelautomaten, zwei Stück. Es ist natürlich schön. Nachdem wir jetzt das Klo schon so formschön eingerichtet haben, gibt es natürlich nur Getränke. Das Klo muss ja stark benutzt werden. Und hier ging das hier in... Weiß? Brechstange, natürlich. So, hier ging es in die Toilettenabteilung. Also packen wir den Lebensmittelautomaten doch am besten gleich in die... Hallo? So, in die Nähe der Toilette. Damit die Leute auch hier kurze Wege haben. So, einen hier. Und einen hier. Ja, da kann man sich hier schön die Getränke ziehen, beziehungsweise hier. Und durch diese komfortable Lücke kommt man dann auch gleich direkt runter zum WC. Müllcontainer brauchen wir auch 4 Stück in dem Fall sogar. Ja, und daher damit zu rechnen ist, dass die Leute hier gar nicht so viel Müll machen. Nehmen wir lieber mal die hier, 4 Stück. Ja, die können wir einfach schön hier in die Mitte knallen. Und damit das auch alles hier... Ach, guck. Wir haben einen neuen Anhänger für unsere Eisenbahn bekommen. Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Wer hier reinkommt, sieht auch gleich, wo der Müll hingehört. Wie gesagt, Getränke, dann geht's runter zur Toilette. Was war hier nochmal? Achso, hier ist... Was? Ach, Entschuldigung, hier geht's zur Toilette. Ach, hier geht's zur Toilette. Mein Fehler. Nein, da müssen die Automaten natürlich da weg. So, da müssen wir natürlich jetzt hier drauf achten.
So, dass die Automaten hier schön ein Spalier bilden. Na, wie komme ich denn darauf, dass da unten war doch der Keller? Wie doof bin ich denn? Nein, ich möchte keine Antwort darauf. Es ist eine rein rhetorische Frage gewesen. Aber die Antwort kann ich mir selber geben. So, guck mal, sogar noch praktischer in der Nähe vom Fahrkartenautomaten. Ja, geht das hier noch mit? Passt das noch mit dem Stuhl? Ja. So. Sehr, sehr schön. Dann können auch die Leute, die hier auf den Stühlen sitzen, entweder gibt es hier eine schöne Kühle oder ist da hinten warme Luft, die da rauskommt. Ich weiß es gar nicht, wie das bei so einem Getränke-Kühlautomaten ist. Aber auf jeden Fall die Leute, die da sitzen, die haben es mal richtig gut. Die haben hier ihre Getränke, hier den Fahrkartenautomaten und auch gleich ein wenig Luft, in welcher Richtung auch immer. Dann brauchen wir noch 6-mal Dekoration. Schade, 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 dass es sich hier wirklich nur um Pflanzen handelt. So. Ach ja, die sind ja herzallerliebst. Blumen natürlich immer in die Nähe von der Mülltonne. Das gibt einen angenehmen Touch. Und vor allem, wenn es diesen kleinen grünen Kollegen hier mal nicht mehr so gut geht, kann man sie gleich mit einem praktischen Handgriff entsorgen. Na, jetzt komm doch. Etwas penibel hier gerade, aber okay. Komm, die knallen wir jetzt noch schön hier hin. Da, guck mal, grüne Tonne, grüne Blumen. 2 Uhren dürfen es auch noch sein. Schade, auch da gibt es nur insgesamt. Ja. 3 zur Auswahl. So, die Leute sitzen da. Da oben ist doch schon eine Uhr. Warum soll man denn da noch welche anbringen? Also, die Leute sitzen da. Dann ist es natürlich am sinnvollsten, die Uhren hier anzubringen. So, eine hier, eine da. Ja, guck. Sehr, sehr schön. Beide stehen auf kurz vor 8. Das ist übrigens nicht die aktuelle Ortszeit, aber das ist egal. Ja. Auch hier perfekt eingerichtet. Jetzt machen wir noch schnell den Bahnsteig und dann sind wir auch schon fertig hier. Schon wieder 12-mal Bänke und Stühle. Ja, das ist ja auch schnell gemacht. Weil wir haben uns ja... Guck mal, was ist das hier? Ist das wohl ein reiner Personenbahnhof oder hat der auch Güter? Ja, okay. Also... Natürlich ist es wichtig, dass die Leute keinen weiten Weg zum Zug haben. Die Positionierung ist wirklich etwas grenzwertig hier. So, keine weiten Wege zum Zug und auch diejenigen, die hier ankommen und aussteigen. Falls sie umsteigen, sollen es ja auch nicht zu weit haben, dass sie warten können. Ich hätte es gerne noch ein bisschen genauer jeweils ausgerichtet. Aber das geht hier leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Also bin ja schon froh und dankbar. Oh, guck mal, hier liegt noch was zum Wegschmeißen. Eieieiei. Habe ich hier noch einen Container? Ja, aber der kommt in den... das kommt natürlich jetzt in die gelbe Tonne. Hallo? Wo ist er gelandet? Hä? Spiel? Wo ist meine Metallstange gelandet? Das ist mir letztens schon mal bei einem anderen Level passiert. Ich habe ja schon ein bisschen... Ich habe sie gefunden! Ach, herrlich. Warte mal, jetzt gucken wir mal kurz, wie das von innen aussieht. Weil wenn die so in der Wand steckt, dann bleibt die da auch. Nö. Oder? Jo! Perfekt. Die bleibt genau da hängen. Weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ist egal, aber die bleibt da hängen. Weil, wer jetzt hier aufs Töpfchen kommt, kann hier wunderbar noch eben schnell seine Jacke dran aufhängen. Und umgekehrt, die Leute, die draußen sind, genauso. Wer jetzt hier draußen ist, ein bisschen warten muss,
kann hier seine Jacke dran aufhängen, alles richtig gemacht, das war bestimmt auch so gewollt. Nee, ich habe das letztens auch schon mal gehabt in einem anderen Level, da wollte ich was transportieren, ausräumen, wegräumen, zur Seite geschubst, weg war es, aber wirklich ganz weg. Ihr merkt, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, aber okay. So, also, wir gucken. Ja, jetzt müssen allerdings alle die, die hier vorne aussteigen, auch wenn ich mal unterstelle, dass hier die Lok ist, wenn der Zug von da hinten kommt, alle die, die hier vorne aussteigen, müssen doch den langen, beschwerlichen Weg bis hierhin auf sich nehmen, um sich bequem hinsetzen zu können. Aber da können wir jetzt auch nichts machen. So, wir brauchen zwei Fahrkartenautomaten. Und natürlich, nachdem die ganze Strecke hier schon zu bewältigen... Warte mal, wir machen mal eben hier die Container weg. So, dann sehen wir nämlich auch bis weiter. So, damit die Leute, die hier ankommen, die haben es natürlich dann ganz gut. Jetzt wollen wir auch ein bisschen verwöhnen. Wenn die schon nicht so sitzen können, direkt wenn sie aussteigen, dann kriegen sie auch direkt die Fahrkartenautomaten wenigstens gleich hier vorne hin. Zwei Stück. So. Ja, und auch, wie gesagt, schön. Direkt hier vorne, wenn sie aussteigen, haben sie quasi den Fahrkartenautomaten direkt im Griff. Müssen vielleicht ein klein bisschen aufpassen. Moment, den mal ein bisschen etwas besser ausrichten. Müssen natürlich ein ganz klein wenig aufpassen, wenn der Zug anfährt. Aber das ist natürlich der besondere Thrill dabei. Das ist der Kick, den der Bahnfahrer an sich doch sucht. Jawohl, ja. So, Müllcontainer, Abfahrtstafel und Uhren. Ja, wenn hier schon die Fahrkartenautomaten sind, dann gehören da natürlich auch die Abfahrtstafeln hin. Das waren die hier. Ach so, wir haben auch noch solche zum Auffängen. Oder moderne. Ja, okay. Zwei war richtig, ne? Ja. Zwei moderne Abfahrtstafeln. Die können wir jetzt leider nicht hier dran machen. Können wir die hier dran machen? Auch nicht. Ja, schade, müssen die Leute doch. Aber gut, wer hier am Bahnhof sitzt und wartet, der ist natürlich froh und dankbar über jeden Schritt Bewegung, den er machen kann. Deswegen, ach so, das zählt hier auch schon nicht mehr. Sonst hätte ich gesagt, packen wir das mal hier hin. Da muss wirklich direkt am Bahnsteig. Ja, da meint man es schon mal gut. Will den Leuten ein klein wenig Fitness angedeihen lassen. Und wie wird es einem gedankt? Man darf die nicht dahin bauen, wo man möchte. Aber okay. Na, ist das hier noch Bahnsteig? Ja, ne? Ja, dann haben wir wenigstens gut sichtbar. Ja, perfekt. Sehr schön einsehbar, die Abfahrtafeln. Schade, dass man die nicht einschalten kann oder dass da keine Beschriftung schon drauf ist. So, der Container kann auch weg. Und wie wir ja schon im letzten Teil gelernt haben, ist es eklatant wichtig, die Container zu verkaufen, damit wir auch wirklich dann unser gesamtes Geld hinterher zur Verfügung haben, weil ich meine nämlich, wenn man die Container nicht verkauft, dass die Kohle dann auch wirklich weg ist, in dem Sinn, einmal ausgegeben, dann werden die Container nicht mehr zurückverkauft. So, aber was laber ich hier? Müllcontainer. 6 Stück, 2 Uhren. Dann sind wir auch schon durch hier. Für die drinnen haben wir die... Für drinnen haben wir ja schon die grünen. Da brauchen wir jetzt hier draußen nicht mehr ganz so viele. Und 2 Uhren haben wir gesagt, ne? Ja, modern. Ja, modern. Wir sind ja streng modern hier. So, Müllcontainer. Wenn die Leute hier warten bzw. aussteigen, dann brauchen die natürlich auch direkt immer was, um ihren Müll wegzuschmeißen, wenn die aussteigen. Hm, ja gut, jetzt könnte man natürlich das genau abzählen, wo wir die hinpacken, aber das machen wir jetzt einfach mal gefühlt. So viel. Dann kommt jetzt noch einer hier hin und natürlich auch für die, die ganz vorne aussteigen, ganz wichtig, dass die noch einen Mülleimer
hier hinkriegen, zumal ja auch hier der Fahrkartenautomat ist. Na, guck mal, fast fertig. Ach, 98%, wir sind eigentlich durch. Sehr witzig, dass er mit 98% fertig ist. Okay, also, wenn man hier Fahrkarten kauft, hat die falsche gekauft, kann man die gleich wegschmeißen. Alle die, die hier aussteigen, hier vorne, die können auch ihr Müll wegschmeißen. Und jetzt brauchen wir noch die beiden Uhren. Ja, warte mal. Leute steigen hier aus. Der erste Blick geht hier rüber. Dann braucht man natürlich die Uhr auch hier. Da sieht man sie am besten. Und natürlich, wenn man hier hinten sitzt, braucht man auch noch eine, die man hier sehr gut sehen kann. Wenn man jetzt von hier guckt. Moment. Ja, wunderbar. Guck mal einer an. Beide Uhren perfekt im Blickfeld. Sehr schön, dem glücklichen Schleck. Und man hat ja auch sogar noch die hier. Also da sollen die Leute sich mal nicht beschweren. Ja, auch diesen Bahnhof haben wir wunderbar eingerichtet. Warum ist jetzt 99%? Ich denke mal, unser Kleiderhaken hier ist das fehlende Prozent. Haben wir sonst noch irgendwas? Manche will. Großer Müll. Das ist kein großer Müll, das ist ein kleiner Haken. Aber das will das Spiel ja nicht einsehen. Gut, wir sind jetzt hier fertig. Wir haben 5 Sterne Deluxe. Haben nur eine Stunde für diesen Level gebraucht. Guck mal. Sind fertig. Holen jetzt erstmal unsere Belohnungen ab. Werfen noch einen kurzen Blick auf unsere neue Modellanlage. Ja, ich meine, wir haben die Erweiterung noch dazu gekriegt. Und tatsächlich ja auch noch den neuen Anhänger. Da können wir ja gleich mal schön gucken. Ja, das sieht doch alles toll aus. Vergessen haben wir, glaube ich, hoffentlich nichts. Auch wenn ich die Graffitis eigentlich hätte dran lassen sollen, weil ich fand die eigentlich sehr schön. Also, guck mal da, der Blick durchs Klo, direkt aufs Urinal. Gott sei Dank keine Rollos oder Jalousien davor, die da den Blick versperren würden. Ja, alles richtig gemacht, auch hier. Sehr platzsparend dekoriert und eingerichtet. Bei diesem geringen Platz, den wir da zur Verfügung hatten, haben wir das aber doch noch sehr gut ausgeschöpft und ausgenutzt, da die Abfahrttafeln auch sehr gut im Blickfeld, wenn man um den Bahnhof drumherum geht, dass man auch immer gleich weiß, wann die Züge fahren. Ja, alles richtig gemacht. Jetzt eben raus hier. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Anlage. So, was hat man denn da jetzt freigeschaltet? War das hier hinten noch das Stück? Ach, es ist schlecht immer zu sehen. Wir gehen einmal kurz rum. Einmal eben gucken. Oder war das was auf der Seite hier? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgepasst, was wir da jetzt freigeschaltet haben. Aber egal, auf jeden Fall sieht es schon mal wunderschön aus. Und wenn die ganze Anlage mal fertig ist, dann machen wir mal eine kleine Spritztour über das Gelände. Jetzt gucken wir uns nochmal eben an, wie es zugtechnisch so aussieht. Ja, guck mal, da ist doch auch der Anhänger, den ich beim letzten Mal vermisst habe. Okay. Güterwagen. Ne, man kann ja auch nicht mehr rauf und runter scrollen. Jetzt könnten wir hier schon den Zug erstellen, aber wir lassen es jetzt erstmal. Wir sind erstmal fertig für heute. Verlassen das hier alles. Gehen zurück in unser Büro. Sehr schön übrigens hier. Da ist ein wenig Platz für die Beschriftung, wenn ihr oben links guckt. Fliegende Kammer, Kammer des Spielers und nochmal fliegende Kammer. Wenn wir den Zug haben, dann gibt es auch noch die Ego-Perspektive. Ich weiß gar nicht, wie die dann heißt. Aber auf jeden Fall ist da irgendwie ein A abhanden gekommen. Gut, ist ja hier nicht Glücksrad. Da kosten Vokale ja auch extra. Gut, wir sind fertig für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein wenig Spaß gemacht. Ihr konntet ein paar Anregungen gewinnen für eure eigene Konstruktion bzw. für eure eigene Renovierung des Bahnhofs. Ich sage erstmal Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.